Hallo, liebe Freundinnen und liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Es gibt nochmal ein Solo hier von mir zum Jahresausklang zu Golem, einem der größeren Euro-Expertenspiele des Jahrgangs. Neuheit in Essen gewesen. Und ja, wirklich ein interessantes Thema, war auch ziemlich hoch gehypt auf unseren Listen und auch auf Listen von anderen Leuten. Und deswegen wollte ich euch meine Meinung zu dem Spiel auf jeden Fall noch mitgeben. Das Ganze ist ein Spiel von Virginio Gigli, Flaminia Brasini und Simone Luciani. Also ja, typisch italienische Euro-Power steckt hier drin. Ja. Für 1 bis 4 Spieler ab 13 Jahren 100. 20 Minuten und ja, es ist ein Expertenspiel, ist auch nicht notwendig drauf zu schreiben, das wissen wir einfach. Und es ist wirklich auch in der Tradition von vielen komplexen Spielen. Ich war sehr gespannt drauf, natürlich vor allem auch deswegen, weil Granio Creations natürlich mit Wasserkraft wirklich eines der besten, für mich besten Euro-Spiele gemacht hat, so in der letzten Zeit, wobei man sagen muss, das sind jetzt andere Autoren. Das hier steht ja eher in der Tradition so von Lorenzo il Magnifico. Aber trotzdem war ich sehr gespannt drauf. Dazu natürlich dieses wirklich spannende Thema mit einem Cover, was, ja, kann man schon mal sagen, zu den besten Covern gehört des Jahres. Sehr düster, sehr, ja, macht wirklich Interesse, ja, finde ich. Golem ist natürlich auch so ein Thema, was aus meiner Sicht in Brettspielen noch nicht sehr häufig behandelt wurde, nämlich so dieses jüdische Legenden, diese jüdische Legendengeschichte des Rabbi Löw aus Prag, der eben aus Lehm einen Golem erschaffen hat, also quasi so einen Diener, wie so eine Art Frankenstein aus Lehm, der eben dann für ihn Aufträge erfüllt hat. Und es ist natürlich irgendwie ein cleverer Gedanke zu sagen, aus diesem Golem, den bauen wir jetzt um, sozusagen daraus machen wir einen ungewöhnlichen Worker, einen ungewöhnlichen Arbeiter für ein Euro-Worker-Placement-Spiel. Und das haben die Autoren hier versucht. Wie immer gibt es jetzt eine Regelerklärung von mir. Und dann werde ich euch den Lob und Tadel zu diesem Spiel mitteilen. Es gibt meine Kaufempfehlung. Und am Ende natürlich auch noch ein Hunterscore. In diesem Sinne viel Spaß. Das Spielmaterial in der Übersicht. Wir haben einen großen Spielplan, der sich hauptsächlich hier durch diese drei verschiedenen Leisten hier gliedert. Das sind die drei verschiedenen Bereiche. Und in diesen Bereichen gibt es wiederum zwei Wege. Ein Weg hier oben für unseren Gehilfen und hier unten der große Weg hier immer für die Golems. Hier zum Beispiel ist schon ein Golem eingesetzt. Ich habe jetzt nur einen Spieler hier aufgebaut. Hier unten laufen die Golems und dann immer hier im gleichen Bereich die Gehilfen. Dann haben wir hier einen Murmelspender und hier so ein Aktionstableau. In diesem Spiel ist es so, dass wenn wir dran sind, haben wir eigentlich immer zwei Hauptmöglichkeiten. Entweder wir führen eine Murmelaktion durch, dann nehmen wir hier einen Murmel aus dem Murmelspender und hier steht dann jeweils, was wir dann für eine Aktion bekommen. Oder wir machen so ganz Worker Placement-mäßig hier so eine Rabi-Aktion. Das sind hier diese Aktionsplättchen, die sich aber jede Runde verändern. Und wir haben hier ein Tableau für einen Spieler. Das gucken wir uns natürlich nachher gleich nochmal im Detail an, wo wir hier je Menge Upgrades verschiedenster Art durchführen können, neue Golems bauen können und so weiter und so fort. Endgültig geht es hier natürlich ganz klassisch um die Siegpunkte. Wer am meisten Punkte am Ende gesammelt hat, der hat gewonnen. Schauen wir uns als erstes mal hier diesen Aktionsmechanismus an, weil wenn man den verstanden hat, hat man schon eine Menge verstanden bei diesem Spiel. Zunächst einmal, das Spiel läuft in Phasen ab. Es gibt da auch eine ganz gute Übersicht, so eine Karte. Und in der ersten Phase ist es so, dass natürlich hier alle Murmeln von der letzten Runde einfach genommen werden und dann hier oben, ihr könnt euch schon vorstellen, ich mache es jetzt nicht nochmal, hier einfach reingeschmissen werden, sodass hier eine, ist hängen geblieben, dass hier eine zufällige Verteilung der Murmeln hier entsteht. Außerdem werden auch diese Aktionsplättchen, na, es gibt hier so einen Stapel, abgeräumt, neu hingelegt. Das ist wichtig, weil man eben da wirklich hier bei diesen Aktionen dann immer neue bekommt, bis auf die eine hier unten, die aufgedruckt ist.
Dann passiert was, was wir jetzt erstmal weglassen, nämlich dass die Golems automatisch laufen. Das schauen wir uns nachher auf dem Tableau an, wie das funktioniert. Die dritte Phase ist dann die Aktionsphase und die zeige ich euch jetzt hier. Wenn man dran ist, hat man, oder in der Runde hat man drei Aktionen. Man kann zwei Murmelaktionen machen und eine Rabi-Aktion. Die Rabi-Aktion, ganz einfach, man hat also eine Rabi-Figur, einen Worker, man stellt ihn auf einen von diesen Dingern und kriegt dann die Aktion, die da abgedruckt ist. Und dieses Plättchen ist dann auch besetzt. Und es ist auch wichtig hier für die Zugreihenfolge vom nächsten, von der nächsten Runde, je nachdem, wie weit oben ich hier stehe. Diese Aktionen sind ganz unterschiedlich. Ich kann jetzt da nicht alles durchgehen, aber man kriegt Ressourcen. Man kann hier Siegpunkte kriegen für bestimmte Ausbauten, die man schon getätigt hat. Man bekommt Siegpunkte, je nachdem, wie weit die Gehilfen auf diesen Wegen fortgeschritten sind. So viel Siegpunkte, wie der schlechteste ist hier zum Beispiel. Man kann seine Golems vor- und zurückbewegen und dieses Symbol bedeutet, dass man einen Golem arbeiten lassen kann. Man kriegt Ressourcen, die Leben, die man benutzen kann, um einen neuen Golem zu bauen. Man kann hier einen Golem töten, also quasi ins ja, vom Brett nehmen, beerdigen, da kriegt man dann Boni für die Beerdigung. Das ist manchmal auch wichtig, weil die dürfen einfach nicht irgendwie zu weit nach vorne laufen. Ja, und hier unten aufgedruckt einfach auch, man kann einfach einen Golem beerdigen und dann eine von den drei verschiedenen Ressourcen hier nehmen. Also einfach relativ klare Sachen, sie ändern sich eben nur jede Runde. Fest aufgedruckt sind aber die Murmelaktionen. Und bei den Murmeln ist es so, dass es auch natürlich eine Rolle spielt, welche Farben die Murmeln haben, weil, und das ist hier unten abgedruckt, für die normalen Farben Gelb, Blau und Rot laufen die jeweiligen Gehilfen in den jeweiligen Straßen immer ein Feld vor. Das ist wichtig, wie wir nachher sehen werden, weil die Gehilfen, die laufen sozusagen den Golems immer so ein bisschen hinterher und sollten nicht zu weit hinter den Golems stehen. Wenn man eine schwarze Kugel nimmt, dann darf man sogar zwei Gehilfen ein Feld, zwei verschiedene ein Feld vorrücken. Aber die schwarze Kugel hat dafür ein anderes Problem, dass sie nämlich für so einen anderen Bonus nicht funktioniert. Und die weiße Kugel wiederum ist ein Joker für alle anderen Farben, aber da bewegt sich kein Gehilfe vorwärts. Ja, und dann löst man natürlich die entsprechende Aktion aus, je nachdem, in welcher Reihe man die Kugel genommen hat. Und es spielt eine Rolle, wie viele Kugeln da liegen, weil ja, so oft darf man dann eben die Aktion durchführen. Je nachdem, hier zum Beispiel hätten wären halt zwei Kugeln drin. Das bedeutet, ich darf hier drei Wissen, das ist eine Ressource, hier abgeben, um zweimal hier diesen Hammer-Aktion zu bekommen. Das bedeutet, zweimal Golems für mich arbeiten zu können. Die vollführen dann einen Arbeitsschritt, je nachdem, wo sie auf dem Spielplan gerade stehen. Oder hier, ich nehme diese Kugel, dann kriege ich drei Leben, weil es eben drei Kugeln sind. Ich darf ein Leben-Upgrade machen auf meinem Tableau und darf einen Golem bauen. Oder hier, ich kriege vier Geld, na, weil vier Kugeln hier sind. Ich kriege ein Upgrade in der goldenen, im goldenen Bereich meines Tableaus und darf drei Geld für ein Gold ausgeben. Ich kriege drei Wissen, ein Wissensupgrade und darf ein Buch kaufen. Und das hier unten ist einfach die Kopieraktion. Ich kann ein Geld bezahlen, um eine beliebige andere Aktion ko zu kopieren mit der Stärke von von der Murmelanzahl hier unten. Also mit einer Dreierstärke könnte ich auch jetzt hier das da oben machen, kostet halt ein Geld. Und zusätzlich darf ich drei Geld bezahlen, um auf der Buchleiste auf meinem Tableau 1 vorzurücken. Das zeige ich euch alles auf dem Tableau, was das genau bedeutet. Aber ihr seht so, das funktioniert das Prinzip. Was noch wichtig ist, ist hier unten gibt es noch so Passplättchen und das funktioniert so. Es kann sein, dass man hier nichts Vernünftiges machen kann, weil man einfach Pech hat. Das ist irgendwie halt total blöd. Das ist irgendwie so. Man braucht aber unbedingt diese Aktion. Was macht man da? Dann kann man Folgendes tun. Man kann passen. Und der Erste, der passt, der darf dann auch eine beliebige Murmel rausnehmen und dann tatsächlich alle wieder reinschmeißen. Das heißt, man macht so eine Art Reset. Man verzichtet nicht auf seine Aktion, sondern man setzt nur aus. Und wenn man dann wieder drankommt, dann hat man hoffentlich hier eine andere Sache. Dann kann man vielleicht hier oben sind dann andere Murmeln hier runtergefallen. Dann kann man das hier machen. Das kann man auch ein zweites Mal machen. Also auch man kann ein zweites Mal passen. Und dann eine zweite Murmel hier rauslegen auf dieses erste Passplättchen. Das war's dann aber. Man kann also nur zwei Resets hier auslösen. Dann muss man wirklich auch seine Aktion durchführen. Also dieses Passen ist wirklich quasi nur dafür da, um die Murmeln zu resetten. Das kann aber tatsächlich relativ wichtig
sein. Ja, und das ist im Prinzip der grobe Aktionsmechanismus. Und wie gesagt, man kann zwei Murmelaktionen machen und hier eine Rabi-Aktion. Und dann wird geguckt, ob man eine Charakterkartenaufgabe erfüllt hat. Und darum geht es jetzt hier um die Farben der Murmeln. Es liegen für jede Runde so eine Charakterkarte aus. Die sehen so aus. Und hier sieht man, hier ist die blaue und die gelbe Murmel. Das hätte ich jetzt geschafft. Und weil ich das geschafft habe, kann ich jetzt diesen Effekt hier machen. Ich kann 4 Münzen bezahlen, um hier einen Golem zu kaufen, der 4 Leben weniger kostet. Und ich kriege einen Schritt mit dem roten Gehilfen auf der roten auf dem roten Weg. Falls ich das nicht geschafft habe, weil ich nicht die richtigen Murmeln habe, dann kriege ich nur 3 Geld. Und nochmal zur Erinnerung, hätte ich eine schwarze Kugel genommen, dann erzählt die hier tatsächlich nichts. Also mit einer schwarzen Kugel kann ich es halt auf keinen Fall erfüllen. Dafür habe ich aber auch 2 Schritte bekommen. Und habe ich eine weiße Kugel genommen, dann ist das ein Joker und dann hätte ich das auch erfüllt. Aber man muss natürlich auch das 4 Geld haben, um das zu erfüllen. Also das ist einfach noch so eine zusätzliche Aufgabe, die wir da jede Runde erfüllen können mit unseren Murmelaktionen. Ansonsten haben wir hier in unserem Tableau 3 hauptsächliche Bereiche. Wir haben hier den Lehmbereich mit unseren Golems, wir haben hier den Wissensbereich mit der blaue Bereich und wir haben den Geld-Gold-Bereich hier rechts. Und in diesen 3 Bereichen, die wiederum eben korrespondieren mit den Aktionsmöglichkeiten, den Murmelaktionen, ja, können wir Upgrades machen. Das sind diese Pfeile, man sieht es hier auch hier, diese Pfeile, das sind die Upgrade-Aktionen, die wir bekommen können. Und wir können hier eine Menge Stuff upgraden. Was heißt Upgrade? Upgrade bedeutet in jedem Bereich so ein bisschen was anderes. Fangen wir hier mit dem Buchbereich an. Beim Buchbereich können wir hier diese Plättchen upgraden, wenn wir die entsprechend, hier zum Beispiel dieses Plättchen, müssten wir 4 Wissen bezahlen, dann können wir das upgraden und drehen es auf die Vorderseite. Was macht dieses Plättchen? Dieses Plättchen gibt uns Boni für Bücher, die wir kaufen können und die wir hier rein stecken. Bücher kaufen ist halt auch eine Aktion, die wir auslösen können. Gibt es eine Auslage auf dem Spielplan, kostet auch Wissen. Und die Bücherkarten, die sehen so aus, die schieben wir dann hier so rein. Die haben meistens hier so einen Soforteffekt und dann haben sie noch so einen weiteren Effekt. Und es ist halt so, dass wir, wenn wir hier das upgraden, kriegen wir halt auch immer diesen Effekt, je nachdem, was da drauf steht, wenn wir da ein entsprechendes Buch reinschieben, dann würde ich hier jetzt eben nochmal ein Gold bekommen. Und das Entscheidende hier bei den Büchern ist, die haben auch verschiedene Farben, dass wir in jeder Reihe nur die gleichen Bücher hier zusammenbauen können. Das heißt, wenn ich, kann man das sehen, hier noch ein gelbes Buch habe, dann kann ich hier versuchen, hier so eine gelbe Reihe zu machen. Dann würde ich das eben nochmal triggern. Ich triggere auch nochmal das Buch, was drunter ist und eben das hier. Ich kann aber jetzt nicht noch ein gelbes Buch auf diese Reihe legen. Es gibt schwarze Bücher, die sind wieder Joker, die zählen nicht als eigene Farbe. Aber ja, ihr seht, so ist dieses System. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein grünes Buch habe und ich habe das hier noch nicht upgegradet, dann kriege ich halt diesen Bonus hier nicht. Das muss man halt so bedenken. Grundsätzlich ist es so, dass immer, seht ihr ja auch, hier tauchen noch so Menoras auf. Das sind später einfach Multiplikatoren für die Endwertung. Ich kriege dann nämlich für jedes Upgrade nochmal Siegpunkte multipliziert mit den Menoras, die ich da freigeschaltet habe. Zum Beispiel hier gibt es so ein Upgrade, da kann man gar kein Buch hinlegen, aber das kostet 8 Wissen und dann kriege ich einfach 3 Menoras. Das gibt es auch in den anderen Bereichen. Dann gibt es hier noch die Buchleiste. Hier kann man erstmal so Buchschritte vorgehen. Das bedeutet einfach, dass man mehr Wissen, das ist ja eine Ressource, als Einkommen bekommt. Diese Einkommenshand ist auch natürlich schon relativ bekannt. Und man kann hier überhaupt erstmal festlegen, dass man, wie viele gleiche Bücher man überhaupt hier oben hinbauen kann. Also erst wenn ich zum Beispiel hier auf 2 bin, kann ich überhaupt hier 2 gleiche Bücher überhaupt hier reinstecken. Und erst wenn ich hier bin, könnte ich dann ein drittes gelbes Buch hier hinmachen, weil ich dann erst die Fähigkeit dazu erworben habe. Und auch diese Leiste hier kann ich hier, ist ein Upgrade-Schritt, den ich machen kann. Die kann ich hier so umdrehen und dann kriege ich hier einfach noch mehr Einkommen, zum Beispiel auch Siegpunkteinkommen hier oben. Das lohnt sich natürlich durchaus. Beim Golem-Bereich ist es so, dass ich hier vor allem mein Golem hier upgraden kann. Das kostet vor allem Lehm und da gibt es dann unterschiedliche Sachen. Hier zum Beispiel gibt es einfach auch nur 3 Menoras. Hier kann ich die Geschwindigkeit meiner Golems
beeinflussen. Es ist ja so, dass die Golems am Anfang jeder Runde automatisch laufen und das ist so ein bisschen ein Problem, das sehen wir gleich, weil ganz am Schluss der Runde, also es wird erstmal diese Murmelaufträge werden gemacht, dann gibt es Einkommen und wir können ein beliebiges Upgrade durchführen und dann wird geguckt, wie stehen die Golems und meine Gehilfen voneinander entfernt. Wie weit sind die Golems vorgelaufen? Und dafür muss ich bezahlen mit Wissen. Ich will nicht, dass die Golems vor meinen Gehilfen stehen. Und das Problem ist, dass sie sozusagen hier steht, wie weit die laufen, wie viele Schritte insgesamt. Das wird noch beeinflusst hier durch diese Karte plus 2. Mit diesem Upgrade kann ich das auf 0 setzen, damit die nicht so weit vorlaufen. Also ist jetzt ein bisschen schwierig für euch zu verstehen. Ihr seht es dann gleich nochmal auf dem Spielbrett. Nur als Beispiel hier, ne, und man kann ja noch verschiedene andere Sachen machen. Hier, man kann zum Beispiel, wenn man das upgradet, kann man sofort einen töten und man kriegt den Friedhofsbonus hier doppelt. Hier gibt es auch eine Menorah. Ja, also hier kann man halt einfach ein bisschen seinen Golem aufrüsten. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich Golem bauen kann. Golem kostet normalerweise 3 Leben, es sei denn, ich will in einer Golem Straße 2 haben, dann kostet er 3 Leben extra und ich kriege dann hier immer so 2 Stärkeschritte, die ich hier abtragen muss. Das ist zwar insofern gut, viel Stärke bedeutet nämlich auch Siegpunkteinkommen, aber meine Golems laufen auch schneller und das wiederum ist ein Problem mit diesem Abstand zu den Gehilfen. Ja, ich kann auch hier zum Beispiel ein Upgrade machen, dass ich immer nur maximal 2 Wissen bezahlen muss, egal wie weit die vorgerannt sind. Also da gibt es so eine Golem-Strategie, die muss man halt dann irgendwie gut fahren. Und hier rechts, das ist fast das Komplizierteste, gibt es hier noch solche Artefakte. Das funktioniert so. Zunächst einmal die Upgrades. Gibt es 2 Möglichkeiten. Ich kann hier hinten so 3 Plättchen hier upgraden. Das sind einfach zusätzliche Einkommen. Ich kann dieses Artefakt quasi stärker machen, indem ich hier mehr Einkommen generiere. Ich kann das auch gucken, wo ich das baue. Das Problem ist aber, um dieses Einkommen überhaupt zu kriegen, also hier ist ja auch schon was fest aufgedruckt, auch ohne dass ich es upgrade, muss ich hier das entsprechend füllen mit Gold. Und ihr seht schon, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, zum Beispiel hier, das ist nur 1 Gold, dann hätte ich dieses Artefakt schon freigeschaltet, würde dann bei der Einkommensphase hier 1 Leben bekommen. Hätte ich es mit einem Upgrade mit 5 Geld bezahlt, hier noch abgegradet, würde ich 3 Leben bekommen. Und ich kann auch noch hier was upgraden. Ich habe hier 2 solche Plättchen, die sind noch doppelseitig. Ich könnte hier mit einem Geld und einem Upgrade-Schritt hier noch dieses Upgrade hier machen. Dann würde ich dieses Einkommen immer bekommen, also sowohl im Einkommensschritt als auch wenn ich eine rote Kugel nehme. Ich kann das natürlich auch hier oben machen, in dem sehr teuren Artefakt, wo ich dann auch viel Gold brauche. Ich kann natürlich auch gleich anfangen mit dem teuren Artefakt hier oben, wo ich 4 Gold brauche und wo das hier auch 7 kostet. Das ist einfach hier natürlich viel stärker, kriege ich 4 Siegpunkte und 2 Wissen. Und ja, also es ist halt ein bisschen die Frage, gehe ich lieber auf die teuren oder die billigen und was nehme ich? Es gibt hier auch andere Triggereffekte, zum Beispiel immer wenn ich einen Golem baue oder immer wenn ich ein Buch nehme, dann trigger ich das nochmal. Und hier kommen natürlich auch Menorahs, werden hier freigeschaltet. Hier kann ich einfach für 8 Geld und ein Upgrade 3 Menorahs freischalten. Ja, ihr seht, also da ist wirklich eine Menge los. Man kann überlegen, wohin gehe ich? Gehe ich mehr auf die Bücher? Gehe ich mehr hier drauf? Wo gehe ich hier drauf? Golems, was baue ich hier aus? Ja, eine Menge Zeug und wirklich auch spannender Aufbaumechanismus, der hier drin steckt. So, jetzt müssen wir uns aber hier nochmal diese Leisten angucken. Zunächst einmal ist klar, die Gehilfen, die laufen einfach, wenn ich Gehilfenschritte kriege. Hier zum Beispiel, wenn ich so blaue Gehilfenschritte bekomme, dann laufen die einfach 1 vorwärts. Das ist relativ klar. Wichtig ist auch, dass man hier sieht, wenn die Gehilfen hier hinkommen, dann gibt es auch Einkommen. Hier unten bei der blauen Dings eben Wissen und Siegpunkte. Hier gibt es Geld und da oben seht ihr jetzt nicht, gibt es dann Leben. Die Golems, die laufen hier immer in der zweiten Phase. Das sieht man ja hier nochmal, je nachdem, wie groß mein Stärkewert ist und eben auch, wie hier dann diese Karte hier mit reinspielt. Ja? Und dann laufen die Golems, je nachdem, ich muss diese Golem-Schritte, kann ich aufteilen auf alle Golems, die ich habe. Wenn ich am Anfang hier nur 2 habe, dann kann ich habe zum Beispiel 5 Schritte, dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich laufe mit dem 3 und mit dem 2. Was bedeutet das jetzt? Prinzipiell bedeutet es, dass diese Aktionsplättchen, die hier liegen, das sind die Aktionen, die ich mit meinem Golem auslösen kann, wenn ich eine Golem-Aktion bekomme. Das sind diese Hämmer, die ihr vielleicht noch euch erinnert. Dann
kann ich meinen Golem hier arbeiten lassen und bekomme dann das. Je nachdem, wenn er da steht, bekomme ich natürlich das. Das heißt, ich habe schon auch ein Interesse daran, welche Aktion, wo soll mein Golem hier stehen, welche Aktion möchte ich hier mit meinen Golems auch ausführen. Allerdings ist es eben so, dass am letzten Schritt der Runde dann geguckt wird, wie stehen die zueinander. Das heißt, dieser Golem steht jetzt zwei Schritte vor meinem Gehilfen in der gleichen Reihe. Und hier der Gehilfe steht eins vor. Das ist kein Problem, aber hier der Golem ist quasi vorweggerannt, ist nicht so richtig unter Kontrolle. Und deswegen bedeutet es, dass ich in diesem letzten Schritt hier zwei Wissen bezahlen muss. Und ja, das muss man sich halt leisten können. Da muss man halt aufpassen, es kann einem schnell passieren, dass die sehr weit vorrennen und dann wird es richtig teuer. Außerdem ist es noch so, wenn die dann wirklich hier weiter hinlaufen, dann muss man auch allein schon für diese Schritte muss man Wissen oder Siegpunkte abgeben. Das kann dann richtig teuer werden. Also man muss aufpassen, dass, das ist auch thematisch natürlich witzig, die Golems quasi nicht außer Kontrolle geraten hier. Das ist ganz lustig. Und man sieht auch hier, wenn man eben mit dem Gehilfen hier über diesen Punkt hinweggeht, ja, dann kann man hier tatsächlich so eine Menorah kriegen und die ist dann eben für die Schlusswertung wertvoll. Um jetzt so ein Golem außer Rand und Band einzufangen, gibt es eben auch die Möglichkeit, die Golems eben zu beerdigen. Das Gute ist, man verliert eine Stärke, das heißt, die Golems werden dadurch auch langsamer. Und hier unten seht ihr hier diese, diese Friedhofsreihe. Und da kann man sich dann eben ein Bonus hier aussuchen. Je nachdem, wo man hin den beerdigt, kriegt man dann verschiedene Sachen. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Und nochmal kurz gezeigt, hier im oberen Bereich des Spielbretts sind zum einen hier diese Bücher drin. Die werden auch, da wird immer am Anfang der Runde wird hier eins abgelegt und wird nachgelegt. Immer wenn einer was nimmt, wird es auch sofort hier nachgefüllt. Und ihr seht halt auch schon, hier gibt es halt Kosten mit Wissen, die dann immer halt steigen, je weiter hinten man eine Karte nimmt. Und das sind im Prinzip die Charakterkarten für die vier Runden. Wichtig ist, dass es eine besondere, hier für die vierte Runde gibt es einen extra Stapel, die sind so ein bisschen anders. Aber es gibt natürlich dann eine größere Auswahl. Und die haben eben, wie gesagt, diesen Effekt, je nachdem, ob man es schafft, die Murmelkombination zu sammeln. Und sie geben einfach einen Bonus auf diese Golem-Schritte, die alle Spieler durchführen müssen. Ja, nach vier Runden gibt es diese Endwertung und die ist eigentlich recht einfach. Man multipliziert dann eben die entsprechend farbigen Menorahs, die man freigeschaltet hat, mit der Anzahl, in dem Fall hier, wie viele Golems man gebaut hat, wie viele Bücher man hat oder wie viele Artefakte man fertiggestellt hat. Dann gibt es hier noch solche, ja, es gibt noch solche Auftragskarten, die werden am Anfang des Spiels gedraftet. Da kann man dann auch nochmal Siegpunkte generieren mit verschiedenen, ja, wie man es halt so kennt, mit so verschiedenen Bedingungen, die man während dem Spiel erfüllen kann oder auch nicht. Man kann hier für diese Buchleiste noch Punkte bekommen und dann gibt es noch für fünf Ressourcen jeweils einen Siegpunkt und wer die meisten Siegpunkte hat, der hat natürlich gewonnen. Ja, ihr seht schon, einiges hier zu lernen bei diesem Spiel. Einstieg ist auch nicht wirklich die Stärke, das muss man gleich mal so vorweg sagen. Aber bevor ich jetzt zu sehr ins Detail gehe, lieber gleich Übergang zu Lob und Tadel für Golem. Fangen wir mit einem großen Lob an. Es ist einfach ein wirklich gutes Expertenspiel. Es hat komplexe Mechanismen, die aus meiner Sicht wirklich sehr gut funktionieren, an denen nichts auszusetzen ist. Ich mag, dass man hier immer wieder andere Möglichkeiten hat, auf die Spielsituation zu reagieren, welche Murmeln man nehmen kann, ob man jetzt eine Rabi-Aktion wählen soll, auf welche Upgrades man gehen soll, ob man auf Karten gehen soll, ob man ja, auf diesen verschiedenen Bereichen, wie man das mit den Golems handhabt, geht man auf viele Golems wenige, lässt man die vorlaufend sterben. Also das ist wirklich, wirklich mechanisch sehr vielschichtig und auch sehr gut gemacht und das ist natürlich lobenswert. Ich hatte schon erwähnt, dass man ja viele Möglichkeiten hatte zu reagieren. Was man aber auch lobend erwähnen muss, ist einfach, dass das Spiel so designt ist, dass auch immer wieder neue Spielsituationen entstehen können. Es kommt halt wirklich darauf an, was mir hier geboten wird, was mir die Mitspieler eben auch ermöglichen und was mir auch diese Murmeln ermöglichen. Das finde ich einen schönen Mechanismus, weil man eben wirklich immer wieder davor steht, okay, jetzt in dieser Spielsituation, so wie die Murmeln gefallen sind, so wie die Rabi-Aktionen zufällig gezogen wurden, so wie die Bonuskarten gezogen werden und so weiter, so wie die Karten gezogen werden, die ich kaufen kann und so weiter, die Bücher, gibt es eben immer wieder eine andere Variante, die mich dazu zwingt, meine
ja, meine Strategie anzupassen, anders zu spielen. Und ja, da passiert es einfach, dass mal die Golems nach vorne rennen oder dass man dann plötzlich irgendwie eine ganz andere. Also das ist wirklich das Spiel. Führt mechanisch zu immer neuen Varianten, ohne dass man jetzt irgendwie einen anderen Aufbau benötigt unbedingt. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auch mechanisch lobenswert sind natürlich einfach die Golems. Also diese Idee, dass man hier sozusagen so dumme Arbeiter hat, die mehr oder weniger so automatisch einfach so nach vorne rennen und das ist ein Problem, den muss man irgendwie einfangen oder rechtzeitig töten und so weiter. Ja, das finde ich einfach eine mechanisch witzige Idee, die natürlich auch thematisch irgendwie cool ist, verwoben ist mit dem Thema und man eben nicht das Gefühl hat, hier dieses Thema ist jetzt einfach willkürlich gewählt, sondern es hat wirklich halt, es spiegelt sich hier in einer dieser Mechaniken wirklich sehr schön wieder. Generell muss man natürlich bei diesen komplexen Expertenspielen immer auch so ein bisschen gucken, die einzelnen Bestandteile kennen wir natürlich. Also wenn man jetzt eben schon viele Expertenspiele gespielt hat, dann kennen wir natürlich viele Dinge. Den Würfelmechanismus kennt man natürlich, auch den Aktionsmechanismus oder dass man eben jetzt eben solche Engine baut auf seinem Tableau. Das ist jetzt alles ja nichts komplett Neues. Aber ich finde, Golem schafft es, genügend neue Varianz, neue Verknüpfungen herzustellen, sodass man immer noch sagen kann, selbst wenn man viele Expertenspiele schon kennt, hier bekomme ich was Neues serviert und dann lohnt es sich auch, dieses Spiel mir zu besorgen. Und letztens muss man natürlich einfach lobenswert erwähnen, das Thema, also ich hatte es schon gesagt, eines der besten Cover des Jahres. Ich finde wirklich, das Cover ist so cool, weil es, glaube ich, Leute auch dazu animiert, dieses Spiel zu kaufen oder sich anzugucken, die es sonst vielleicht nicht kaufen würden. Ob sie dann immer das Richtige kriegen, ist eine andere Frage. Ja, dieses Cover hat nämlich auch den Nachteil, dass man es vielleicht kauft und dann komplett enttäuscht ist, weil man ein Hardcore-Eurogame irgendwie bekommt und dachte vielleicht, oh, was kriege ich da für ein mysteriöses, narratives Gruselspiel? Ja, und das ist es natürlich gar nicht. Es ist ein Hardcore-Expertenspiel. Aber grundsätzlich finde ich natürlich das Cover toll. Ich finde dieses Thema toll. Und das muss man erstmal lobend erwähnen. Aber jetzt kommt natürlich auch gleich das Aber, weil man muss natürlich auch sagen, das hatte ich jetzt auch schon angedeutet, dieses Cover, das ist natürlich so ein bisschen, weckt falsche Erwartungen, ja, die dieses Spiel nicht erfüllt. Es hat diesen mechanisch-thematischen Ansatz mit den Golems, aber das war's im Endeffekt. Der Rest ist halt einfach ein gutes, aber dann doch natürlich irgendwie trockenes Euro-Expertenspiel. Und es hat jetzt nicht diese Stimmung, die dieses Cover irgendwie versucht. Also, dieses Cover ist halt mega stimmungsvoll und das ist das Spiel jetzt als solches halt nicht, sondern es ist ein grübellastiges Euro-Expertenspiel. Ein gutes, aber eben kein sehr thematisches oder sehr stimmungsvolles Spiel. Das ist es definitiv nicht und da muss man natürlich aufpassen, dass man jetzt von diesem wirklich tollen Cover nicht zu einer falschen Erwartung verleitet wird oder die wird auf jeden Fall enttäuscht werden. Ich muss auch sagen, die Grafik ist generell so ein Thema bei dem Spiel. Zunächst einmal muss ich ankreiden, dass ich finde, dass hier die Ikonografie, die ist zwar nicht schlecht, aber im Vergleich zu anderen Expertenspielen finde ich sie relativ schwer zu erlernen. Man muss doch am Anfang oft nachschlagen. Das ist jetzt für, sag ich mal, erfahrene Spieler nicht so das Riesenproblem. Man muss sich halt dran gewöhnen. Und wenn man dann eben mal zwei, drei Partien gespielt hat, dann kennt man auch alles und dann ist auch alles gut. Aber ich sag mal nur so im Vergleich zu anderen Spielen ist es doch eher ein bisschen schwieriger, hier sich an alles zu gewöhnen und auch alles zu lernen, sodass man nicht mehr so oft nachschlagen muss. Und es geht weiter mit der grafischen Gestaltung. So schön ich das Cover finde, der Rest, es ist auch nicht hässlich. Aber ich finde es insgesamt einfach ein bisschen zu düster gestaltet. Ich kann verstehen, dass es thematisch vielleicht passen soll, aber irgendwie ist es auch, also gerade auch die Leisten, gerade das Spielbrett, also diese Stadt, die man da so sieht, ich finde, das ist irgendwie auch mit den Farben, ja, das ist irgendwie so ein bisschen, alles hat es ist so ein bisschen so eine Suppe, nicht so gut zu erkennen, die Farben teilweise nicht so gut zu erkennen und jetzt auch nicht so wirklich hübsch. Also, da hätte ich mir, glaube ich, einfach eine etwas andere Gestaltung gewünscht. Es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie richtig stört, aber man kann es jetzt auch nicht positiv hervorheben. Und zuletzt muss man natürlich einfach
erwähnen. Das ist jetzt auch immer so eine Frage, wie man das selber bewertet. Aber der Mechanismus, diese Art von Eurogame, ist natürlich relativ solitär. Es ist ein Aufbauspiel vor allem, wo man seine Upgrades vor allem gut managt, wo man seine Figuren gut managt. Und was die anderen machen, ist jetzt nicht so wichtig. Klar, man nimmt sich halt hier vor allem die Rabi-Aktionen weg, man nimmt sich möglicherweise Kugeln weg. Ja, ne, aber gut, das ist halt einfach so letztlich, was die anderen da machen. Man guckt halt einfach, wenn man dran ist, was hat man für Optionen und dann sucht man die beste für sich aus. Aber dass man jetzt wirklich auf den anderen irgendwie einwirkt oder wirklich da Sachen macht, die den anderen wirklich irgendwie in seiner Strategie jetzt beeinträchtigen, das ist nicht der Fall. Das heißt, man muss sich halt einfach klar machen, wenn man eben sowas Solitäres mag, dann ist man hier komplett richtig. Tolles Aufbauspiel, viele Mechanismen. Wenn man aber wirklich mehr, auch in so einem Heavy Euro quasi, mehr Interaktion möchte, dann muss man eventuell ja, vielleicht woanders gucken. Stichwort Messina in diesem Jahrgang würde ich sagen, ist definitiv da interaktiver. Auch besser ist eine andere Frage. Messina werde ich erst im neuen Jahr rezensieren. Aber genau. Das muss man sich ja klar machen, es ist relativ solitär. Den Solo-Modus habe ich mir hier nicht angeguckt, er ist mir tatsächlich hier einfach zu komplex und ja, ich würde das jetzt hier nicht solo spielen wollen. Dann mit so einem sehr komplexen Ghost-Player, das ist mir dann einfach zu viel Aufwand für, ja, für ein Spiel, was ich dann doch lieber mit wenigstens einem Mitspieler spielen möchte. Tja, und wie fällt dann mein endgültiges Fazit zu Golem aus? Also, wie ich schon gesagt habe, ich finde prinzipiell ist es wirklich ein sehr, sehr gutes, komplexes Eurogame, ein komplexes Strategiespiel für alle Liebhaber dieses Genres. Und ich finde auch, dass der Essen-Hype, der davor entstanden ist, gerechtfertigt war. Also das ist keine Enttäuschung, auf gar keinen Fall. Es ist ein richtig cooles Cover, es ist ein tolles, frisches Thema und das Spiel, das da drin steckt, ist auch wirklich, wirklich gut. Heißt es jetzt, dass auf die Kaufenliste, Shortliste, Longliste oder Vergessenliste gehört? Ich habe überlegt, es kommt bei mir ganz knapp auf die Shortliste. Und zwar eigentlich nur deswegen, weil es dann letztlich doch nicht schafft, dieses Thema voll zur Geltung zu bringen. Es muss sich hier halt auch so ein bisschen den Vergleich mit Wasserkraft gefallen lassen und das ist doch eben so ein absolutes Must-Buy für mich gewesen. Eine sehr, sehr schöne Kombination aus einem tollen Thema, was aber mechanisch wirklich auch voll aufgeht und das schafft Golem nicht ganz. Trotzdem ist es definitiv einen näheren Blick wert. Es gehört für mich zu den besten Euros, komplexen Euros des Jahres, ganz klar. Es ist halt eher solitär, muss man mögen. Wenn man es mag, ist man hier komplett richtig. Ich finde, es ist ein super Zwei-Personen-Spiel. Kann man auf jeden Fall sehr gut zu zweit spielen, gerade weil eben hier die Interaktion nicht so im Vordergrund steht. Das kann ja auch von Vorteil sein. Ja? Man muss es ja auch von beiden Seiten betrachten. Ein Wasserkraft zum Beispiel spiele ich nicht so gern zu zweit, ja? Weil eben da ist die Interaktion total stark. Aber zu zweit ist es mit viel Interaktion manchmal auch ein Problem, weil man sich dann halt immer nur gegenseitig behagt. Dann ist es so ein Hin und Her. Das ist dann, weiß nicht, ob das gefällt auch manchen Leuten, mir nicht so. Das spiele ich dann lieber so dritt, viert, wo dann mehr so diese Interaktion eben dynamischer ist. Hier ist es wirklich überhaupt kein Problem, zu zweit zu spielen. Finde ich es fast genauso gut oder genauso gut wie zu dritt, zu viert. Im Gegenteil, vielleicht sogar besser, weil man dann eben dann nicht das Problem hat, dass das Spiel möglicherweise dann zu lang dauert, wenn die Leute zu lang nachdenken. Also ein guter Zweier, ein wirklich guter Heavy Euro Zweier. Der es eben nicht ganz schafft, so an Wasserkraft anzudocken. Aber aus meiner Sicht, wer genug Kapazität hat, um auch mehr als ein Heavy Euro im Jahr zu spielen, ja, der finde ich, sollte das sich trotzdem auf jeden Fall holen. So, das war mein Fazit zu Golem. Und jetzt gebe ich euch noch einen Hunterscore hinterher, um noch ein paar einzelne Aspekte kurz zu bewerten. Ich sage trotzdem schon mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zugucken, fürs Abonnieren. Gerne unterstützen, das freut mich immer, auf welche Art auch immer, durch unseren Shop, durch die Partnerlinks oder durch eine dauerhafte Unterstützung.
Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Zeit hier in 2021. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Hunter Score Golem. Materialqualität. Gebe ich eine 8, weil ich finde, das ist gut gemacht. Kranio hat ja ein bisschen Probleme, gerade mit dem Material von Wasserkraft. Hier ist mir jetzt nichts Negatives aufgefallen. Es ist viel Material, schönes Material, auch mit den Murmeln und so weiter. Alles funktioniert. Das sind 8 von 10 Punkte. Grafische Gestaltung. Ja, da muss ich leider doch nur 5 geben. Ich weiß, das Cover ist der Knaller, aber der Rest, es ist mir irgendwie zu breiig, zu dunkel. Die Ikonografie nicht optimal, das sind leider nur 5 von 10 Punkten. Regeln finde ich gut für so ein komplexes Spiel. Ja, man muss reinkommen, aber das liegt eher an der Ikonografie, das sind 7 von 10 Punkten. Das Thema, eigentlich natürlich eine 10, wenn man sich überlegt, was für ein Potenzial drin steckt. Leider wird es halt nicht komplett gehoben. Mit den Golems ist es witzig, aber das sind trotzdem nur 7 von 10 Punkten. Mechanik und Balance, dafür gebe ich eine 9. Ich finde, es ist wirklich toll ausgedacht, die drei Autoren wissen, was sie da tun, und das ist wirklich toll, das sind 9 Punkte. Spielspaß gebe ich 7, einfach weil ich sage, ja, das ist ein super Spiel, es ist jetzt aber auch nicht so, dass es jetzt besonders heraussticht, sage ich mal, im Spielspaß. Ich finde es einfach wirklich super solide, 7 Punkte. Tiefgang dafür, da gebe ich tatsächlich eine 10, weil ich finde, das ist für ein Expertenspiel wirklich herausfordernd, das hat genug Varianz, das stellt mich jedes Mal vor neue Probleme, da fehlt mir jetzt nichts, was Tiefgang angeht, das finde ich genau richtig, ist auch nicht übertrieben komplex, ist genau richtig, 10 Punkte. Widerspielreiz gebe ich 8, hatte ich auch schon erwähnt, ich finde, es ist hier sehr clever mit dem Widerspielreiz, weil es ist eben nicht dieser immer komplett andere Aufbau, sondern das Spiel selber, die Mechanik selber macht den Widerspielreiz aus, weil durch diese verschiedenen Aktionen, durch die Murmelspender, der da immer wieder was Neues entsteht, sind 8 von 10 Punkten. Interaktion und Immersion. Ja, Interaktion ist hier halt wirklich eher dünn und die Immersion ins Thema, die ist auch nicht so richtig stark. Also hier gebe ich tatsächlich jetzt mal nur 6 Punkte von 10. Ist halt einfach nicht ganz so die Stärke des Spiels. Und Preis-Leistung, ja, das kostet 50 Euro und das, muss ich sagen, ist aber ein guter Preis. Wenn man sich überlegt, wie viel Zeug hier drin ist, Schachtel ist richtig dick, man kriegt hier wirklich ein tiefsinniges, gutes Spiel. Ja, muss ich sagen, ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus meiner Sicht. Das sind 8 von 10 Punkten. Und dann lande ich bei einem guten Score von 75 Punkten. Ja, das ist jetzt nicht, das schießt auch natürlich nicht total nach oben. Aber das ist, finde ich, genau korrekt. Ich finde, das ist ein sehr guter Beitrag zum Jahrgang, was dieses Genre angeht. Vielleicht nicht das Beste, aber es gehört definitiv vom Jahr für mich zu den Top 10. Und das sollte man auf jeden Fall auf der Liste behalten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Ciao.